hier zur sich neigenden Abendsonne ein Thema, das nie einschlafen möchte, nachdem ich auch immer wieder gefragt werde, und zwar die Frage nach dem therapeutischen Nutzen von Drogen und Suchtgiften. Es gab da einen Hype in den 60er und 70er Jahren. Ein Ausschlaggeber war Carlos Castanedas Buch Die Lehren des jungen Don Juan. Ein absoluter Bestseller in dieser Zeit, ist heute in seiner Bekanntheit schon etwas zurückgetreten. Aber die Idee, dass Drogen und Suchtgifte, insbesondere Cannabis, ich nenne es jetzt die grüne Substanz, da nahezu Wunder bewirken könnten oder zumindest einen therapeutischen Nutzen hätten. Das will ich jetzt kurz besprechen, die wichtigsten Punkte anführen. Es ist ein breites Gebiet, aber die Eckdaten können wir in einem Short durchwegs umfassen. Die Idee, wie sie sich auch beim Castaneda wiederfindet, ist, dass Substanzen wie Pilze und andere Halluzinogene, wie sie zum Beispiel im letzten Fall eben bei Indianern verwendet werden, auch in Indien, überall sieht man Menschen Betel kauen, diese rote Nuss wird an jeder Ecke ausgespuckt, ekelhaft. Indien, Cannabis, Hochburg, man stellt sich vor einen Guru im Himalaya mit einer langen Pfeife, die wild raucht, was genau drinnen ist, will vielleicht jeder wissen, aber keiner fragt, ist, ja, also der Droge wird eine bewusstseinserweiternde Fähigkeit zugeschrieben. Zunächst will ich einmal sagen, dass ich grundsätzlich für die Freigabe von Drogen bin. Es gibt dazu langjährige experimentelle Felder. Portugal ist ein ganzes Land, was schon seit vielen Jahren alle Drogen freigestellt hat, nicht mehr unter Strafe stellt. Das heißt, die Verwendung, sogar Heroin und ähnlich schweres Zeug, Kokain, alles, der Gebrauch steht nicht mehr unter Strafe. Es hat dadurch der Markt an Interesse für gewisse Lieferanten, für die illegalen Untergrund-Drogenkonsortien hat sich die Lage verschlechtert. Das heißt, der Preis ist gefallen, man kommt leicht an das Zeug heran. Dadurch ist das Material auch besser, qualitativ besser. Es gibt weniger Golden Shots und insgesamt ist die Situation für Junkies und andere drogenabhängige oder konsumierende Personen weit besser im gesundheitlichen Bereich. Es ist auch die Attraktivität nicht so hoch, also das heißt, die durchschnittliche Rate ist niedriger als in den anderen meisten oder westlichen europäischen Ländern. Die Kriminalität, Beschaffungskriminalität dementsprechend auch geringer. Es gibt, wie sich's auch gehört, in jedem Bezirk in Portugal eine Stube, wo ein Mediziner zugegen ist, mit Besteck aushilft und um Infektionen vorzubeugen. Eine sehr begrüßenswerte Entwicklung und Strategie, aber nicht zur Gänze. Also ich kann sie nicht zur Gänze befürworten, die totale Legalisierung, aus nämlich einem therapeutischen Grund. Das mag jetzt da vielleicht überraschen, aber so viel jetzt in den nächsten paar Minuten es eben aufzuklären gilt. Was ist oder soll die Wirkung sein, die insbesondere halluzinogene Substanzen bewirken im Bereich der Bewusstseinserweiterung? Da wird viel herumfantasiert. Man würde sehen, dass eben alles nicht so ist, wie es erscheint.
und das halt ja, das kritische Denken vielleicht anregen, oder Erfahrungen würden einem zuteil, außerkörperliche Erfahrungen. Das alles erachte ich grundsätzlich als nichtig und übertrieben und ja, als selbstreferierende Ausreden. Also daran kann ich nichts abgewinnen oder kaum etwas abgewinnen, dass Drogen bewusstseinserweiternd werden. Es ist so, man kommt natürlich in eine andere Bewusstseinssituation, die uns aber eigentlich nichts Erhellendes bringt, außer dass das Bewusstsein manipulierbar ist, dass das Bewusstsein kein stetiger bzw. kein immerwährender, konstanter Punkt wäre. Das ist viel mehr, auch nicht hundertprozentig, aber eher das Zentrum des Bewusstseins, das Ich, das Ego, um das sich eben das Bewusstsein aus allen Inhalten der Erinnerung und der Aufarbeitung der Erinnerung, also der Erfahrenswerte, also dem ganzen Inhalt des Zelebrums sich bildet. Wenn es jetzt nicht die bewusstseinsbildende, also die bewusstseinsverändernde oder erweiternde Effekte sind, die wirken, was sonst oder wie sonst sollen Drogen und Suchtgifte den Menschen in seiner Entwicklung fördern? Das ist die entscheidende Frage. Gibt es da einen Aspekt oder nicht? Und ich würde sagen, ja. Denn was geschieht mit jemandem, der zum Beispiel Cannabis raucht oder anders wie zu sich führt? Er begibt sich in eine kontroverse Gesellschaft, eine kontroverse Position, alleine schon einmal zum Gesetz. Er wechselt mehr oder weniger die Seite, er bekommt einen anderen Blickpunkt gegenüber den Vorgängen und ja, des Zustandes des Staates und halt seiner ja, Exekutive und Legislative, und er bekommt den Blick von außen auf das, wo er vorher eben beteiligt, einverleibt war, der Staat, und das ist ein neuer Blick, das ist ein kritischer Blick, es werden dann auch politische Zusammenhänge und auch Migration und Freiheit und Demokratie und solche Sachen kommen dann in ein anderes Blickfeld. Und das hat eine durchaus positive Komponente. Ja, das kritische Denken wird angeregt, abgesehen jetzt davon, dass Drogen eben jetzt entspannend wirken können. Dafür gibt es dann den Re-Effekt mit Anspannung oder Müdigkeit, oder wenn es aufputscht, dann putscht es dann wieder down, also up, down und so, wie beim Alkohol auch. Ne? Also lassen sich auch jetzt nicht unbedingt Vorteile finden, eher Nachteile. Man gewöhnt sich daran, ja, die Wahrnehmung, also das Reizempfinden wird in seiner Potentialität eher allmählich herabgesenkt. Man stumpft ab, daher auch immer mehr Konsum und mehr Ausgaben, und ja, führt dann leicht in die Kriminalität, in die Abhängigkeit. Man fällt dann gegebenenfalls dann komplett aus den sozialen Strukturen heraus, und das sind eben die bekannten negativen Effekte. Der positive ist der kritische Blick, die kritische Betrachtung, und zwar über lange Zeit, ja, auf die Gesellschaft und ihre Dynamik, und das öffnet natürlich auch die Bereitschaft, die Offenheit, das Interesse für alternative oder kontemplative, edukative Inhalte. Und Interesse ist immer etwas, was sehr wertvoll ist. Ich sage immer, wenn da ein Bus ankommt, mit oben stehend Interesse, Zielort, sofort aufspringen, sofort mitfahren.
Und so ist das halt auch im Zusammenhang mit den Drogen gegeben. Und so kann man sagen, dass die Drogen und Suchtgifte eine Dialektik eröffnen, nämlich zwischen dem Konventionellen und dem Nichtkonventionellen. Und da werden halt auch sehr viele Werte aufgebrochen, also Stereotypen, Widersprüche, zum Beispiel Kapitalismus und Nächstenliebe. Ja, man soll ja freundlich sein und gleichzeitig ist jeder Konkurrent. Und da gibt es sehr viele Widersprüche in diesen Stereotypen und das macht dann nicht glücklich. Man feiert auch eine gewisse Brüderlichkeit, ne? Joint heißt ja das Ding, was man von einem zum anderen weiterreicht, also Joint vom Teilen. Es sind auch Rituale, Gemeinschaftsrituale, man trifft sich auch regelmäßig, also es ist auch eine soziale Komponente dabei. Und aus diesem Grund, weil es eben das kritische Denken anregt, den Konsumenten in eine andere Position befördert und den Blick von außerhalb des Tellerrands anregt und die Person so zu einer dialektischen, umfassenderen Beobachter machen kann, ist das eben auch so, dass ich auf diesen Effekt, wenn man schon Drogen konsumiert, nicht verzichten wollte. Ja, also das Gute soll man an einer Sache lassen, wenn sie die Sache schon nicht zu vermeiden ist. Und deshalb bin ich auch nicht ganz für die Legalisierung der Drogen, weil ja dann dieser Effekt als, sage ich jetzt einmal, drogenorientierte Kulturtherapie ich dann missen müsste. So hat auch diese Sache zwei Seiten und es besteht dazu kein Bewusstsein, es gibt keine Studien, es gibt nur Gegner oder Befürworter und das ist natürlich zu wenig. Es müsste dieses Gebiet aufgeklärt werden und und auch natürlich auf der anderen Seite die Legendenbildung und die Fantasterei, vielleicht beginnend bei Castanedas Don Juan, auf ein realistisches Maß heruntergefahren werden. Ich rate immer ab von Drogen, das ist ganz klar. Also ich empfehle niemandem, sich in eine Abhängigkeit zu begeben. Auch die Abhängigkeit zum Beispiel von der grünen Substanz wird von Betroffenen immer herabgespielt. Es ist vielleicht keine körperliche Abhängigkeit, eine psychische Abhängigkeit, sehr wohl. Es ist ein alles umfassendes, den Menschen komplett einnehmendes Hobby. Sagen wir vielleicht Hobby. Ja. Es ist ja auch das Gamen, ein Hobby. Also wenn ich 12 Stunden am Tag game oder fernschaue, das fällt vielleicht alles unter suchtpotenzielles Hobby und bei den Drogen ist da auch noch viel Geld im Spiel, teilweise natürlich oder bei schweren Drogen massiv die Gesundheit. Ich rate ab, Hände weg von Drogen, aber es ist gerade bei der grünen Substanz, die ja nicht mit so starken Nebeneffekten, aber mit Gewöhnungseffekten eben belastet ist, doch darauf hinzuweisen, wenn es sie schon gibt, die positiven Punkte, nämlich der kritische Blick von außen und zusammen mit dem herkömmlichen Blick, den man ja vor dem Einstieg der Droge sowieso kannte, zu einem Gesamtblick zu vereinen. Zumindest in seinem Potenzial und dann im weiteren Sinn darauf aufbauend mit weiteren Therapieformen. Ich empfehle die Bücher des Lebens, Lesetherapie, Selbsttherapie oder die Migrationstherapie, Inneres und Äußeres aussteigen und mehr dazu auf gmgbooks.com oder auf meinem YouTube-Kanal Grow Life.